gut gealterte JBB-Lines, Digga. Ja, mein schlecht gealterter haben wir ja schon mal gesehen, aber lass mal in die gut gealterten gleich reingehen. Vielleicht ist ja irgendwas interessant. So, okay, lass mal reingehen in die gut gealterten JBB-Lines von unserem Adrian. Mal gucken, was es da geben soll. Was soll denn gut gealtert sein? Lass mal schauen. Hey! Heute gibt es gut gealterte JBB-Lines. Es sind keine guten Lines gemeint, sondern Lines, die gut gealtert sind. Viel Spaß, verdammt! Okay, let's go, wir gehen rein. Dein Rap ist mehr so geht so. JBB, ich gewinne problemlos. Du hast das, ist mir egal und auch wahrscheinlich schon deinen Gewinnapparat. Ah, okay. Ja, das war voraus. Ja, gut, klar. Wegen dieser San Diego-Geschichte, ne? Das war, ja, gut. Aber ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt so eine Cassius Clay. Ja, so eine Clashes Clay-Wahrsagung. Ne? Das war ja so der allgemeine Tenor, der so ein bisschen durchs Turnier ging. Wobei, bei ihm muss man sagen, es kam schon der Quali. Also von dem her eigentlich schon ganz, schon ziemlich krass getimed. Weil eigentlich haben die meisten Leute ja erst nach der Quali vom Schwamm und nach den ersten Runden vom Schwamm so, ne, dieses Feeling gehabt. Kann man dann gut mit reinnehmen. You're goddamn right. Ihr kleinen Metal-Rapper, ich werd mal ganz groß. Ihr bleibt belanglos, unbekannt, verdammt. Aua, aua, Digga, das hört man nicht so gerne. Das hört man nicht so gerne, das ist unangenehm. Aber was willst du sagen, Digga? Das ist sehr, sehr gut gealtert. Ja. Muss man dem Grinch einfach lassen. Ja, oder dem Greenie. Hat es allen gezeigt. Ich bin da sogar noch mit drin. Zeigt er mich da mit meinen 48.000 monatlichen Hörern? Bro, no hate jetzt, ne? No hate, aber das liegt halt auch ein bisschen an der Inaktivität. Ich mache ja auch kaum Mucke. Guck mal, 48k, obwohl ich nichts mache, Bruder. Ich muss mal langsam wieder zeigen, oder? Ich muss mal langsam wieder ein bisschen Mucke raus. Geht ja nicht so. Kann ja nicht sein. 48k ist ja peinlich. Das Video von Box Explosive kam leider vor meinem Video, wo er die Line von Grinch Hill schon verwendet. Ja, ich glaube, wir hatten das auch schon gesehen, ne? Ich habe die Line nicht einfach übernommen, sondern mein Video war schon länger in der Play. Ja, Bruder, chill doch, Alter. Rechtfertige dich doch nicht, weil da jetzt irgendein Opfer reinschreibt, in die Line gab's schon bei Box Explosive. Scheiß doch auf die, oder, Chat? Zeig doch, scheiß doch auf die, Digga, fick dich. Wenn jemand sowas reinschreibt, schreib Hurensohn drunter, Digga, was? Mach nicht so, wirklich. Das lässt dich voll so... Weiß ich nicht, Digga. Du bist so voll im Rechtfertigungsmodus schon vorher. Weißt du, ich meine so, bitte seid nicht fies, bitte seid nicht. Damit ziehst du diese solche Leute erst recht an. Scheiß auf die einfach. Jay hat mir die Line vor einem Jahr er macht noch Beweisführung. Alter, Adrian, was ist denn mit dir jetzt los? Jetzt kommt hier noch Beweisführung, gleich kommen noch Sprachnachrichten und Videoaufnahmen. Alter, chill doch. Adrian, wirklich, nein, wirklich, du bist ja sogar da. Adrian, scheiß drauf. Sei nicht so unsicher. Da spricht die Unsicherheit aus dir, weißt du, wie ich meine? Man spürt direkt so, du hast so Angst vor dem Feed, was könnten die Leute, scheiß drauf. Die Leute, die Bock haben, gucken sich das an, die Leute, die meckern, Digga, scheiß auf die. Es geht nicht darum, dass 5 Sekunden sind, es geht darum, was du damit sendest, weißt du, wie ich meine? Scheiß drauf, die Leute, die wegen einer Leine jetzt da so ein Fass aufmachen wollen. So, scheiß drauf. So, wir gehen weiter. Passiert nicht nochmal, dass ein Weib einen Mann umbringt, weil bevor du mich fickst, gibt es Timecodes für den Mammut Mix 2. Zu geil, Digga. Wie, die kommen, aber die kamen nie, oder was? Timecodes kommen noch und die kamen nie, oder was? Und er hat das schon vorausgesehen, oder wie? Das war vor dem Mammut-Mix. Er hat gesagt, vorher wird es Timecodes geben. Und dann schreibt er das wirklich als... Das ist aber krass, Digga. Das ist ein heftiger Zufall. Dann schreibt er wirklich Timecodes kommen noch drunter und es kommen nie Timecodes, Digga. Aber vielleicht bald. So, man weiß ja nie. Bei Julian weiß man nie so genau. Also es war nach dem Mammut-Mix 2. Ach so. Ah, für 2015. Okay. Dachte jetzt schon, Digga, das wäre krass Psycho gewesen, ne? Du bist ein Naturtalent, du hast das alles drauf. Halt die Fresse, Quatsch, man kann nicht scheiße. Was kommt denn jetzt? Nach jedem Video drehst du die Maske voller Speichel. Kein Plan, also ich gehe davon aus, dass jeder meiner Gegner, der gegen mich antritt und glaubt in einem Battle... Kam da wirklich ein Tropfen Speichel rausgeflatscht, Alter? Was ist denn das, Digga? Da kam wirklich ein Stückchen Speichel runtergelaufen. Ich gehe davon aus, dass jeder meiner Gegner, der gegen mich antritt und glaubt... Ja, aber ich glaube, das ist auch maximal, wahrscheinlich, wer weiß, ob es überhaupt Speichel ist, ne? Oder halt so der Atem, der sich da, dieser Dunst, der sich da bildet. Ich glaube, das ist auch schon maximal unangenehm, ne? In einem Battle gegen mich zu überleben, sowieso von Grund aus ein Hurensohn ist. Also von daher... Boah, das kann ich ja... Er selber weiß es auch, darum muss das ja nicht nochmal erwähnt werden. Ich hab da ja nur irgendwie... Oh, da gibt's viele. Lieblingshorrorfilm. Aber das muss auch so maximal unangenehm sein unter so einer Maske.
Ich glaube, so ein Spongy-Kostüm geht noch, wenn du nicht gerade im Sommer drehst, weißt du? Da hast du einfach so ein Stoffding um dich rum, aber so eine Gummimaske die ganze Zeit vor der Fresse, boah, Digga, das stelle ich mir maximal unangenehm vor. Also gerade in solchen Situationen, wenn du ein Musikvideo drehst, guck mal, du machst 3 Minuten deinen Take, dann kannst du so schnell abnehmen, dann chillst noch mal ganz kurz, bisschen frische Luft. Aber wenn du dann irgendwie so ein Interview führst oder so, ist doch maximal Abfuck, Alter. Mal braunes Stück Scheiße sagen, denn so wie du es ausgesprochen hast, klingt es wie die härteste Beleidigung. Oh, das hör auf, das ist ja ekelhaft, Digga. Vermöbel die Visage von der Fotze bis zum Traumaschaden und hab anschließend nach wie vor nie eine Frau geschlagen. Ah, da war's umgekehrt, ne? Hobbyloser Scheiß-Zimt, nicht Johnny oder 13. Doch sie ist so hübsch, ich will kein Pony ohne Kleid sehen. Ey, ganz kurz. Der war ja schon in der JCC ganz nice, der Flo, ne? Aber ein bisschen aggressiver war er da noch unterwegs, ne? Kein hobbyloser Scheiß-Zimt, nicht Johnny oder 13. Doch sie ist so hübsch, ich will kein Pony ohne Kleid sehen. Heute feiern wir. Ich glaube, da hat sie gedacht, für Flo ziehe ich auch mal mein Kleid aus. Daumen hoch, Alter. Flo, du Schwein, ich dachte, du wärst anders. Ich habe immer gedacht, du wärst anders als die anderen. Aber du bist genau so einer. Genau der gleiche wie alle anderen kleinen schwanzgesteuerten Pisser. Ich bin enttäuscht von dir, Flo. Ekelhaft. Mein Platz im Viertel ist sicher. Das ist keine Prognose, das ist ein Spoiler, du Pisser. Sowohl objektiv als auch subjektiv ist die Runde von Gotcha einfach die bessere gewesen. Ich bin gespannt, ob wir Clash Parker nächstes Jahr in der Cypher wiedersehen werden. Im JBB ist hier jedenfalls Schluss für ihn und Gotcha zieht ins Viertelfinale ein. Irgendwann später. Damit ist Clash Parker im Viertelfinale gegen Sly. Bleiben wir doch bei der Wahrheit, Junge. Du hast nicht mal Arbeit, wie auch. Schau dich an, Digga, ja, das haben wir gesehen, ne? Bleiben wir doch bei der Wahrheit, Junge. Das war, glaube ich, die Dame, die mittlerweile so als Synchronsprecherin arbeitet. Oder synchronsprechermäßig auf YouTube aktiv ist, ne? Das war doch die. Du hast nicht mal Arbeit, wie auch. Schau dich an, Affmann. Wie wär's mal mit einem Schwamm? Ja, komm, Bruder. Was ist das denn, Alter? Das wurde sich jetzt aber gut zurechtgelegt hier. Ich bin drauf aus, Rapper schmerzvoll zu killen, wenn ich komm, ist vorbei. Ein falscher Move oder Blick und ganz sicher beendet ein Song deinen Hype. Ein Song deinen Hype, besser weg. Wie, den peile ich jetzt nicht. Dass er den Hype von Neo beendet hat, oder was? Ein falscher Move oder... Die Jungs von KRB haben mich damals Bro genannt, doch ich bin höchstens mit euch down in einem Bodenkampf. And I finally go, der eine trägt Narben in Form. Aber war das dann wirklich mit diesem Song? Also, das lag doch wahrscheinlich eher einfach daran, dass Zeit vergangen ist und ja, ne, dass JBB dann immer weiter irgendwie in die Vergangenheit gerückt ist. Das ist ja irgendwie, oder? Das hat jetzt nichts mit diesem Diss zu tun. Würde ich jetzt auch sagen, weil halt selten, so wie bei uns allen halt, weil wir halt alle irgendwie den Hype nicht genutzt haben, das nicht genug zu schätzen wussten, was wir da haben und das nicht wie einen goldenen, wie einen krassen Schatz bewahrt haben und versucht haben, alles Mögliche daran zu setzen, um das irgendwie am Laufen zu halten. Ich glaube, viele sind da reingesprungen, Alter, du warst auf einmal irgendwie so ein Gefühl, so ein kleiner Star und wusstest gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Und irgendwie hast du auch gedacht, das bleibt irgendwie für immer. Also du warst dir schon bewusst, dass es nicht so sein wird, aber wenn du in der Situation bist, denkst du halt, ja, ne, du denkst das nicht unbedingt dran, dass das morgen schon wieder vorbei ist. Bis zu dem Tag, an dem deine Maske einmal fällt, bleibt deine Kunstfigur nur ein Schatten deiner selbst. Lol, gab's diese Szene wirklich? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Es gab wirklich diese Szene in dem Musikvideo? Das ist aber witzig, Digga. Die Kunstfigur, das ist krass, Digga. Ich sag dir ehrlich. Das ist ja wirklich, das passt ja wirklich 1:1. Ne? Deine Kunstfigur, nur ein Schatten deiner... Deine Kunstfigur bleibt nur ein Schatten deiner selbst. Und dann einfach dieses Musikvideo, Digga. Das ist krass. Aber das, bei Sunny kann man das aber auch heute noch drauf beziehen. Ne? Also jetzt unabhängig von diesem Musikvideo. Also da ist ja jetzt schon, das ist schon krass. Aber ich glaube, auch wenn vielleicht gerade nicht alle Zeichen dafür stehen, ich glaube, ich traue dem Sunny zu, dass er sich da auch, also was heißt aufbauen kann, aber dass sich das auch wieder drehen kann. Auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussieht. Weil Sunny ist einfach ultra talentiert und vielleicht fehlt einfach gerade so, ist gerade nicht so die Zeit dafür, aber ich würde da nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das war. Dafür ist der einfach zu talentiert, so. Geiler Beat, Digga.
Guter Geschmack, Adrian. Guter Geschmack. Kuss. Ich gebe dir mal ein Däumchen hoch, Leute. Falls ihr Bock habt auf mehr so ein Stuff, supportet gerne den Kanal. Vielleicht macht er sich ja noch die Mühe für 1, 2, 3 andere Folgen. JBB Lines. Ist, glaube ich, immer ganz cool, weil es gibt nicht so viele Leute, die das machen. Beat von Lasker gegen Ente. Nein! Das ist der Beat von Gio vielleicht. Ich hatte den vor Lasker. Das macht mich sauer. Was für Lasker Beat, Digga? Ich hatte den vorher. Sunnys Problem ist die Inaktivität. Ja, auch. Klar. Ist ja ähnlich wie bei mir. Ich bin halt in anderer Form aktiv, aber klar, wenn du Mucke technisch halt nicht irgendwie halbwegs regelmäßig ablieferst, so, das bestraft dich halt direkt. Das ist schon hart.